Ein Vater und seine Tochter. Und zwei Leben, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das Roma-Mädchen aus Ziegental im Herzen Rumäniens wird nicht in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Auf sie wartet eine andere, eine bessere Zukunft. Während der Vater in Armut lebt, ausgeschlossen vom guten Leben, hat seine Tochter die Not und das Elend verlassen. Das ist die Geschichte eines Mädchens, das auszog, das Leben zu lernen. Mein Name ist Maria. Ich wohne bei Elia. Ich gehe zur Schule. Seit 4 Jahren lebt Maria im wenige Kilometer entfernten Hosman, wo seit 2012 das Herz von Elia schlägt. Elia ist ein Sozialprojekt, gegründet von Ruth Zenkert und dem Jesuitenpater Georg Sporgil, um Grenzen zu überwinden und dort zu helfen, wo die Not am größten ist. Hier besucht die 13-Jährige die Schule. Sie weiß, wie wichtig Bildung für ihre Zukunft ist. Und sie weiß auch, was sie einmal werden will: Sängerin. Die Musik hat in der Kultur der Roma eine große Bedeutung und ist eine wichtige Verbündete zwischen ihrer alten und ihrer neuen Welt. Es war nicht immer einfach für Maria, in ihre Vergangenheit zurückzublicken. Als man sie fand, war sie ein verängstigtes, halb verhungertes Kind aus Ziegental. Wie die meisten Menschen dort lebte sie mit ihrer Familie in einer Baracke ohne Strom am Rande des Dorfes, in der Straße der Roma, die bei Regen im Schlamm versinkt. Sie hauste in einem kargen Verschlag, einem dunklen Raum, den sie mit 6 oder mehr Familienmitgliedern teilte. Der Hunger war ständiger Begleiter. Nur selten wurde auf der einzigen Feuerstelle, die es gab, Mamaliga gekocht, ein Maisgericht. Wasser musste der Vater stets vom Brunnenhaus herbeischaffen. Zum Waschen wurde davon nur wenig verwendet. Hygiene zählte kaum. Maria erinnert sich, wie es war, als der Sommer ging und der Winter mit seiner Kälte in die Knochen drang. Überall Schmutz, Feuchtigkeit und Elend. Sie schämte sich für ihre Herkunft, ihre Familie, ihre Geschichte. Besuche fielen ihr schwer. Doch Pater Georg Sporgil, der Schirmherr von Elia, hat ihr gezeigt, wie sie die Kluft überwinden kann. Durch Verständnis, Engagement und Liebe. Keiner ist besser als der andere. Alles, was Maria lernt, gibt sie im Dorf weiter, indem sie selbst die Hand reicht. Ali war ebenfalls ein Kind der Straße. Als Ruth Zenkert und Pater Georg ihn auflasen, begann sich alles für ihn zu verändern. Das Klavierspiel hat er sich selbst beigebracht. Ce este frumos cu muzica este că unește oamenii, ne unește pe noi. Și întotdeauna ei creează o atmosferă plăcută între oameni. Ali hat seinem Leben eine Richtung gegeben und ist einer der wichtigsten Mitarbeiter von Elia geworden. Für uns ist er ein sehr großes Geschenk, weil er einfach von morgens bis abends, vom Morgengebet in der Kapelle bis in der Musikschule den ganzen Tag mit den Kindern Musik macht und diese Gruppen begleitet, und wenn wir die Messe feiern, spielt er Musik. Ruth Zenkert, Mitbegründerin und Leiterin von Elia, ist unermüdlich in ihrem Bemühen, dem Elend die Stirn zu bieten und einen Wandel zu bewirken, der die Ausgrenzung der Roma in der Gesellschaft beenden soll. Die Familien leben in meistens selbst zusammengeschusterten Hütten aus Lehm oder mit Holz. Das heißt, sie haben dort auch die meisten kein Strom, kein Wasser und sind wie auf einem lebenslangen Zeltlager. Häuser müssen gekauft und renoviert werden, um den Menschen ein Zuhause zu geben.
Auch der achtsame Umgang mit Nutztieren wird ihnen gezeigt. Wenn es gelingt, die Menschen von der Straße wegzuholen, kann die Saat aufgehen. Jedes neu errichtete Haus ist ein Erfolg, ein Schritt aus dem Schmutz in ein menschenwürdiges Dasein, das vor allem den Kindern eine neue Perspektive weist. Ruth Zenkert, Pater Georg und alle, die hier mitwirken, arbeiten unermüdlich daran, Brücken zu bauen. Sie lehren die Menschen, ohne ihre Würde zu verletzen, und ermutigen sie, an einen neuen Weg zu glauben. Maria ist der Verwahrlosung entkommen und sie ist dankbar. Sie ist jetzt bei uns, sie lebt in unserer Gemeinschaft und blüht auf. Wenn ich auf Maria schaue, dann spüre ich den Satz, unser Motto: Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Als Elia kam, um zu helfen, waren die Menschen zuerst misstrauisch, gewöhnt an ihr armseliges Leben und daran, dass keiner sie mochte. Doch als sie erkannten, dass sie respektiert wurden, dass man sie weder beschämen noch verurteilen wollte, nahmen sie die Hilfe an. Wie Florin. Auch er ist auf der Straße aufgewachsen und heute einer der wichtigsten Sozialarbeiter des Vereins. Er hat den Zugang zu allen Familien hier im Dorf. Da geht bei jeder Tür ein und aus, ist überall willkommen und hat irgendwie den richtigen Zugang und die richtige Sprache für die Leute und weiß alles über jeden. Und das ist für uns natürlich sehr wertvoll, weil wir dadurch ganz anders in Verbindung mit den Menschen sind und sie uns über ihn kennen und vertrauen. Kommunikare este baza și dacă poți comunica frumos, pe înțelesul tuturor, indiferent de școală, indiferent de statul social al fiecăruia, important este să comunici pe limbajul fiecăruia, să poți fi înțeles, ca tu să înțelegi primul. Parfumat, ce cățeluș minunat, ramci-chi, ramci-chi, nero. Musik ist die universelle Sprache der Menschen. Sie überwindet jedes Missverständnis, jede Kluft. Asiriano ist ebenfalls Sozialarbeiter mit schwieriger Vergangenheit. Bei der Arbeit mit den Kindern geht ihm das Herz auf. Mi place foarte mult că pot lucra cu copii care sunt foarte săraci și se bucură atunci când cineva le aduce ceva, o speranță, o jocuri. Eu am fost un copil care nu prea s-a bucurat de aceste lucruri și de aceea vreau să ofer la rândul meu. Wenn er in ein Sozialzentrum kommt oder in der Dorfmitte und die Kinder sehen ihn, er zieht alle an wie ein Magnet und da geht ihm die Fantasie nicht aus. Er findet selber Kinderlieder, die er mit ihnen einübt und die Kinder kleben an ihm und machen mit. Es ist unbeschreiblich schön. Ein sich selbst nährender Kreislauf der gegenseitigen Unterstützung. Das ist das Ziel. Maria ist bereits ein wichtiges Mitglied in dieser Kette. Sie stärkt die Gemeinschaft und hilft, Brücken zu bauen zwischen ihr, die ein besseres Leben lernt, und jenen, die noch in der verlangsamten Zeit ihres Elends verhaftet sind. Ruth, Pater Georg und all die anderen sind gute Vorbilder, die leben, was sie sagen. Vielleicht gräbt sich der Same der Veränderung eines Tages ja unaufhaltsam durch den kargen Boden des Elends und erreicht alle hier. Auch Angelika war ein Straßenkind. Drogenabhängig, missbraucht, verfolgt, gefangen in einer leidvollen Zukunft. Heute kümmert sie sich um den Garten und darum, dass alle gut zu essen haben. Îmi place ceea ce fac și îmi place că ei m-au salvat, ei mi-au dat o lumină. Dieses Licht leuchtet für alle hier. Die Kinder freuen sich über die heilige Messe. Sie loben Gott und danken. Sie lieben das Gebet, zu dem manchmal auch der orthodoxe Pfarrer kommt. Pater Georg erinnert sich gut daran, als Maria noch ein Häufchen Elend war. Und aus diesem Häufchen Elend ist fast eine Prinzessin geworden. Das Leben in den Dörfern verändert sich langsam, aber beständig. Maria ist heute versöhnt mit ihren Wurzeln. Sie schämt sich nicht mehr wegen ihrer Herkunft. Und sie umarmt sie, die so strahlend
hell ist und die anderen, die doch noch so vom Schmutz festgehalten werden. Wenn Maria ihre Familie besucht, bringt sie ihr Lachen mit. Teilt ihre Freude mit den Brüdern, ist wieder ganz Kind, nicht anders als die anderen und doch befreit von den Ketten der Not. Sie will ihnen zeigen, was sie weiß und sie unterstützen, ihren eigenen guten Weg zu finden. Sozialeinrichtungen, Wohnhäuser, Schulen. In wenigen Jahren ist hier viel entstanden. In den Vereinswerkstätten wird emsig gebaut, gehobelt und gehämmert. Roma oder Nicht-Roma, Unterschiede gibt es nicht. Alle helfen mit, das nächste Projekt zu verwirklichen. Elia war ein feuriger Prophet. Heute brennt er in den Herzen der Elia-Gemeinschaft. Durch ihre Arbeit geschieht eine Veränderung, die größer ist als das Ziel, Häuser zu bauen und die Armut zu bekämpfen. Sie bringt die Menschen einander näher und auch zu sich selbst, in die Verantwortung für ihr eigenes Leben. Der neue Bauhof, Lehrwerkstätten für Tischlerei, Landwirtschaft und Bauhandwerk. Hier soll ein Zentrum entstehen für die Jugendlichen, wo sie lernen, wo sie arbeiten, wo sie aber auch die Freizeit miteinander verbringen, damit eine große Gemeinschaft von Jugendlichen wächst, die sich gegenseitig anstecken. Wo Worte nichts erreichen können, verbindet die Musik. Sie teilt, steckt an, lindert, überwindet Widerstand und Grenzen, dringt mitten hinein ins Herz. Eines Tages wird Maria mit ihren Liedern Brücken bauen zwischen der Welt, aus der sie kommt, und der, in die sie geht. Und vielleicht wird sie ihre eigene Geschichte erzählen. Von einer, die auszog, das Leben zu lernen.